Kompakt wird Ihnen präsentiert von Kolberg und Stammwitz mit ihren vollbiologischen Kleinkläranlagen. Von der klärtechnischen Berechnung über Fördermittelantrag bis hin zum fachgerechten Einbau erhalten Sie kompetente Unterstützung. Einfacher Rüstsatz, niedriger Energieverbrauch, geringste zu erwartende Folgekosten im Vergleich zu anderen Kläranlagen. Ein sorgenfreier Betrieb mit günstigem Preis. Leistungsversprechen über die Lebenszeit unserer Anlagenkonzepte. Vereinbaren Sie jederzeit einen Termin mit uns. Kolberg und Stammwitz, Abwassertechnik aus Olbernhau. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur aktuellen Ausgabe von MEF Kompakt. Wie gewohnt mit Nachrichten und Veranstaltungshinweisen für die kommende Woche. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie wieder mit dabei sind. Und mit einem herzlichen Glück auf kommen wir auch gleich zum ersten Veranstaltungshinweis, wobei es hier vielmehr darum geht, das Erzgebirge zu erleben. Die ersten Erlebnistage Montane Kulturlandschaft Erzgebirge finden nämlich vom 31. Mai auf den 1. Juni, also dem deutschlandweiten UNESCO-Welterbetag statt. An diesem Tag werden in Bergbaueinrichtungen und Bergbaulandschaften im gesamten Erzgebirge die verschiedensten Sonderführungen für die ganze Familie angeboten. So auch auf dem Sauberg im Besucherbergwerk Ernfriedersdorf. Agricola und der Ernfriedersdorfer Bergbau, das ist das Motto. Ja, die Bergwerksführungen an diesem Tag befassen sich mit dem Bergbau im 16. Jahrhundert und Sie können sich an den verschiedenen Schauorten im Bergwerk natürlich auf die Suche nach Spuren vom Baugelehrten Georgius Agricola machen. Auch eine Sonderausstellung zum Thema Goldrausch in Sachsen können Sie im Mineralogischen Museum bestaunen. Diese Ausstellung läuft dann noch bis zum 30. September. Aber auch die Olbernhauer lassen sich zum UNESCO-Welterbetag am 31. Mai nicht lumpen. So können Sie in der Seigerhütte ab 15 Uhr beim Vogelschießen dabei sein. 16 Uhr startet dann das kunterbunte Rahmenprogramm und 19.30 Uhr spielt der Musikchor der Stadt Olbernhau auf. Für den Fall, dass das Wetter nicht mitspielen will, gibt es da auch eine Schlechtwettervariante im Treibehaus. Ebenfalls richtig krachen lassen es am 31. Mai die Wanderer aus Thalheim im Konzert und Ballhaus Tivoli in Olbernhau. In Seifen werden am 30. und 31. Mai die Tage des historischen Handwerks begangen. Von 9 bis 17 Uhr können Sie im Freilichtmuseum in Seifen ca. 20 verschiedene Handwerksvorführungen bestaunen. Samstag wird als Familientag begangen mit historischem Spiel und Erlebnisangeboten. In der Baldauvilla in Marienberg heißt es am 3. Juni in der Zeit von 14 bis 17.30 Uhr wieder Tanztee mit den Elektronas. Der besondere Nachmittag in schwungvoller Gesellschaft, denn zwischen Tanz, Kaffee und Kuchen sind schon so manche Freundschaften entstanden. Oder sie quatschen einfach mal nach Herzenslust über Erlebnisse aus vergangenen Tagen. Das Tanzvergnügen für unsere jung gebliebenen Senioren. Infos gibt's unter www.baldauf-villa.de. Nun sind wir ja mit unseren Veranstaltungshinweisen schon in den Juni reingerutscht. Der wichtigste Tag des Monats ist allerdings der 1. Juni. Vor allem für unsere Kleinsten, denn da ist internationaler Kindertag. Und damit schauen wir auch nochmal nach Olbernhau, denn am 1. Juni findet im Rittergut in Olbernhau ein großes Kinderfest statt. Aber auch die Kids Arena in Marienberg hat ein buntes Programm für die Kleinsten zusammengepackt. Also nix wie hin, denn da fliegt die Kuh. Das 15. Joe Power Classic für historische Rennfahrzeuge steht an, und zwar am 1. Juni. An diesem Tag finden die Wertungsläufe im ADMV Classic Cup in den Klassen 1 bis 11 statt. Interessante Streckenpunkte für die Besucher sind zum einen das Fahrerlager auf dem Gelände der Regionalverkehr Erzgebirge GmbH und natürlich auch der Start, ehemals Aral-Tankstelle. Des Weiteren sehr interessant sind auch die Dänekurve und der Kreisverkehr. Diese Streckenabschnitte sind besucherfreundlich ausgestattet. Zum einen mit Streckensprecher, Verpflegungsmöglichkeit und Toilette. Am Samstag, dem 31. Mai ab 12 Uhr können Sie vor dem Rennen das Fahrerlager noch bestaunen. Am Abend um 20.30 Uhr geben dann die Firebirds ein kleines Konzert. Der Eintritt hierfür ist frei und für Ihr leibliches Wohl wird bestens gesorgt sein. Und damit gucken wir mal, ob das Wetter ein bisschen mitmacht. Ja, die Wettervoraussage für die kommende Woche bei MEF Kompakt.
Ein Hauch von Sommer liegt in der Luft und das beweisen auch die Aussichten für die kommenden Tage. Die erste Wochenhälfte überzeugt mit angenehmen Temperaturen bis 22 Grad als Maxiwert. In den Nachtstunden kühlt es auf 11 Grad ab. Der Himmel zeigt sich wolkig. Bei einem durchschnittlichen Niederschlagsrisiko von 60% sind natürlich auch Regentropfen nicht ausgeschlossen. In der zweiten Wochenhälfte ist auch weiterhin mit Schauern zu rechnen. Diese können auch örtlich in Verbindung mit Blitz und Donner etwas heftiger ausfallen. Die Temperaturen bewegen sich nach wie vor im angenehmen 25-Grad-Bereich. Kleiner Tipp für Himmelfahrt: Neben Bier, Schnäpschen und einer Wegzehrung gehören natürlich auch ein Regenschirm bzw. eine Regenjacke mit in den Bollerwagen. Und damit kommen wir zum Ende von dieser Ausgabe von MEF Kompakt. Ja, die Blitzinformationen, die finden Sie wie gewohnt im Internet auf www.mef-lein.de oder auf unserer Videotexttafel 112. Und damit verabschieden wir uns, wünschen Ihnen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und denken Sie daran, was immer Sie auch tun, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei. MEF Kompakt wurde Ihnen präsentiert von Kolberg und Stammwitz mit ihren vollbiologischen Kleinkläranlagen. Von der klärtechnischen Berechnung über Fördermittelantrag bis hin zum fachgerechten Einbau erhalten Sie kompetente Unterstützung. Einfacher Rüstsatz, niedriger Energieverbrauch, geringste zu erwartende Folgekosten im Vergleich zu anderen Kläranlagen. Ein sorgenfreier Betrieb mit günstigem Preis. Leistungsversprechen über die Lebenszeit unserer Anlagenkonzepte. Vereinbaren Sie jederzeit einen Termin mit uns. Kolberg und Stammwitz, Abwassertechnik aus Olbernhau.